Achso, mit einer Bombe kamen wir hier weiter. Ständig aus dem Mikro. Und hier geht's weiter. Bizeps. Ein Bizeps-Pose. Hier war dieser Schrein, wo wir das opfern konnten, das Zeug. Okay, das ist eine Falle. Nur eines der Schilder in dieser Kammer lügt. Die Truhe auf der linken Seite enthält etwas Verderbliches, auf der rechten enthält etwas Dunkles. Okay, gerade nicht so wirklich das Interesse. Dunkle Klippe. Verdammt! Prinzess Zwergi erwartet, dass die kleinen Schergen. Naja, hatten wir schon. Ich war fast da. Mal wieder geschafft. Gut, mit Schaufel und Schwert. Leider ohne Enterhaken. Jetzt könnten wir uns da unten durchschwingen. Das ist auch eine Möglichkeit. Ohne Schaufel und ohne Haken. Aber mit Haken. Ins Kramwurz hier durch. Okay, nun. Schergen kommt kurz hier. Ist doch wieder eine Falle. Oh, hier ist eine Tür. Ich will nicht durchkommen. Dunkler Abgrund. Okay. Amboss-Hof. Okay, wir wurden nicht zerquetscht. Bitte nicht versuchen die Prinzessin zu retten, während weg bin, der dunkle Lord. Okay, dunkler Aufzug. Na komm. Wir besiegen den dunklen Nord. Oder retten die Prinzessin, was zuerst passiert. Hilfe, ich fühle mich nicht gut. Die Prinzessin. Naja, das ist doch eine Fake-Prinzessin. Willst du die Prinzessin retten? Kann ich nicht, weil ich den Haken nicht habe. Verdammt. Na gut, was soll's. Prinzessin rettet Prinzessin. Jumpscare, ich habe mich trotzdem erschreckt. Auch wenn ich es gewusst habe. Es scheint, dass die Prinzessin nicht von einem schwingenden Amboss bewacht wurde, sondern auch von einem Mimik in ihrer Gestalt. Prinzess Zwergi wurde geschnitten, geklaut, verdaut und schließlich in einen heroischen Brei verwandelt.
Wahre Schönheit kommt von innen. Ja. Ende 23 von 100. Das war laut. Aua. Repaired von Users. Der Geist von Prinzessin von Prinzess Zwergi ist in dem Obdachlosen gefahren, der sein Haus besetzte. Mit diesem neuen stinkenden Körper war er sich sicher, dass er diesmal die wahre Prinzessin bekommen würde. Och. Hugo ist aus, na das behalten wir. Der Hugo. Hugo geht auf Abenteuer. Hugo ist ein guter Name. Für einen stinkenden Penner. Ich brauche die Schaufel. Die Bomben brauchen wir nicht so dringend, aber den Käfer hole ich mir. Dann gehe ich hier mal mich schießen. Könnte ja klappen. Wahrscheinlich besser als zu Fuß. Verdammt! Armer Hugo. Hugo erwartet, dass das wäre. Okay. RIP Hugo. Jeder in der Stadt wusste, dass Hugo ein herzloser Bastard war, also war die Wunde auch okay, ja. Das hatten wir schon mal. Weiter geht's mit Hugo. Wir können beim Shopbesitzer noch was kaufen. Das war noch eine Idee. Bisher haben wir es ja nicht versucht. Mit Schaufel und Schwert. Westtal. Oh, okay, da kommt man durch. Da ist das Huhn. Okay. Mit dem Huhn kann ich nicht zu schwer hier hochzukommen. Ich kann schweben, oder? Ja, nice. Am reicht nicht, um hier hochzukommen. Nein. Das ist noch ein Herz. Das ist blöd. Bist du dunkel, Rattenklaue. Das können wir aber wirklich nichts mehr mitnehmen. Wir können das Huhn opfern. Ich will den dunklen Fürsten nochmal besiegen. Dunklen Lord. Nein, 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 verdammt. Ich bin blöd. Das hatten wir doch schon mal. Wo komme ich denn ohne Schwert überhaupt irgendwo hin? Einen Greifhaken brauche ich auf jeden Fall. Und eine Schaufel. Thank you.
Hier komme ich schon mal nicht mehr lang. Hier komme ich auch nicht durch. Oha. Eine Kiste. Angelroute. Okay. Nachdem er diese Angel aufgehoben hatte, verspürte Hugo den Drang, Angel zu gehen. Die Minuten wurden zu Stunden, die Stunden zu Jahren und die Jahre zu einer toten Prinzessin, die jemals gerettet wurde. Hobbys. Ende 12 von 100. Ah, schön. Am selben Tag. Prinzess Zwergi erinnerte sich jedes Mal an die Angeltage mit seinem Vater, als er Piranha zum Abendessen hatte. Keine Zeit für Melancholie. Lass uns einen Abenteuer suchen. Schwimmen mit dem Wasser, auch okay, hier haben wir noch nicht hinbekommen. Ich bin einfach mal Tim. Ganz unkreativ. Okay. Schwert will ich auf jeden Fall mitnehmen, damit wir den dunklen Nord besiegen können. Wenn wir mal ankommen. Noch lange nicht andere Sachen geholt. Wird ein langfristiges Projekt, wie ich ja gesagt habe. Gibt noch viel zu erkunden hier. Oh. Einfach schlafen gehen. An manchen Tagen hatte man einfach keine Lust. Der Tag, an dem Tim im Bett blieb, stieg das Bruttoinlandsprodukt des Königreichs um 200%. Der Dunkle Lord zog sich aus Langeweile zurück und das Heilmittel für alle Krankheiten wurde gefunden. Gut gemacht, Tim. Freitag in der 20 von 100. Ja. Zwei Tage später. Jahr 17, Tag 328. Okay, das war ein gutes Nickerchen. Wie lange hast du geschlafen, Tim? Vergiss es. Es ist Zeit aufzustehen und dein Abenteuer zu finden. Ich will noch irgendwann mal zum... entweder den Schurken besiegen und die echte Prinzessin retten. Das will ich heute noch irgendwie hinkriegen. Das ist heute meine Mission. Wenn wir das geschafft haben, können wir den Schluss machen. Und woanders weitermachen. Ach du Scheiße. Ist ein Hinweis gefunden. Ich wäre fast reingefallen. Okay, dann kommen wir jetzt hier wieder hoch. Nein, ich will jetzt hier nicht enden. Okay, ich habe doch gerade erst den... Ach Mensch. Dann komm rüber da. Das müssen wir auch noch irgendwann machen. Lass es jetzt gerne. Ich glaube, wir haben nicht mehr so viele Leben. Sollten wir mal aufpassen. Hier waren wir noch nicht. Aha. Boah,
Rotman tritt der Gruppe bei. Okay. Einmal töten, bitte. Wenn da keinen da vor dir hast. Okay, ich will hier nicht getroffen werden.